So, wir sprinten noch mal ein bisschen. Wir klettern jetzt auch ohne Rücksicht auf Verluste direkt runter, wenn wir da hinten angekommen sind. Ich werde mir hier nichts mehr angucken. So, und ich will mich nicht festlegen, ne? Aber ich finde so insgesamt läuft es bei mir auf Interloper eigentlich relativ gut. Es sei denn, ich habe so unüberwindbare Kanten, über die ich nicht rüberspringen kann. Und ich glaube, springen wird es auch bei The Long Dark nie geben. Denn jetzt hat man auf Space, wo man üblicherweise springen hat, ja das Kreismenü hingemacht. Deshalb ist Springen jetzt grundsätzlich raus. Für alle Zeiten. Aber das Wetter wird gerade ein bisschen scheiße, ne? Aber wir klettern trotzdem noch runter. Kenn ich nix. Blizzard incoming. Ja, das Schöne ist ja, hier auf der Map kann man sich echt nicht verlaufen, ne? Ich hab mal wieder die Abfahrt verpasst. Was? Wie leichte Prellen? Das war doch. Das waren 1,20 Meter. Was mimmt der denn jetzt schon wieder hier so rum? Na, hier gucken wir mal rein. So. Seil anbringen. Und schnell mal runterklettern hier. Ist halt ein Mann und kein Elvira, ja. Daran wird es vermutlich liegen. Männer sind ja immer so generell ein bisschen wehleidiger, ne? Hart wie Schal, aber so ist das bei mir zumindest. Ne? Wenn ich mich irgendwo piekse oder sowas, dann ist dann brauche ich erstmal einen Tee und muss mich erstmal ausruhen. So, dann gucken wir mal, ob die Flair hier ist. Jawohl, die Leuchtpistole ist hier. Kann ich also bestätigen. Wobei man mit der Leuchtpistole hier natürlich nicht so wirklich viel anfangen kann, ne? Außer halt ein paar Tiere abwehren. Und hier diese berühmte Ecke, natürlich immer im Auge behalten, ne? Gewehre für Fortgeschrittene. Da kann immer ein Buch liegen. Sollte man sich auf jeden Fall merken, die Stelle. Hui. So, und jetzt versuche ich mal echt relativ fix in die Höhle zu kommen, weil jetzt es doch schon arschkalt wird langsam. Und wir, glaube ich, auch unser Unterkühlungsrisiko jetzt ziemlich ausgereizt haben auf der Strecke. Deswegen werden wir uns mal schnell hier in die Höhle verpieseln. Ah, hier liegt ein Hirsch und wir können nichts damit tun. So, pass auf, ich nehme mal eine Handvoll Stöcke kurz mit. So. Minus 22 Grad, minus 13 Grad. Ja, warm ist anders, ne? Ich gehe das nochmal ausreizen hier. Oh, guck mal, hallo. Okay, ja, minus 13 Grad ist offensichtlich das Optimum, was wir hier rauskriegen. Deswegen müssen wir jetzt zwangsläufig mal ein Feuerlein machen. Und wir machen das natürlich mit einem Buch. Ich habe nur 11 Streichhölzer mit dabei. Ist ein Risiko, ne? Ein Schuss, ein toter Bär. Also ist mir mit der Flairgun noch nie gelungen, einen Bären mit einem Schuss zu töten. Bei mir sind die bisher immer nur weggelaufen. So. Mit einem brennenden Kopf. So, guck mal, das sieht doch erstmal gut aus. Dann schmeißen wir erstmal das ganze Altholz rein hier. So. Einmal Zedernholz. Und dann gucken wir erstmal, dass die Temperatur mal ein bisschen steigt. Ja, wunderbar. So. 74% Unterkühlungsrisiko. Das ist echt uncool. Wenn er sich aufrichtet in die Brust und der ist hin. Okay. Aber das Aufrichten hat man nicht selbst in der Hand irgendwie, ne?
Das ist ein bisschen blöd. Aber guter Tipp, werde ich bei Zeiten mal ausprobieren. Ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen was essen, denn ich werde mich jetzt nochmal kurz hinlegen zum Schlafen hier. Ach komm, ich hau die Salzkröcke auch weg, was soll's. Dauert aber 4 Stunden, okay. So, nochmal was trinken. So, und dann werde ich mich jetzt in der Tat hier mit dem Schlafsack irgendwo hier auf der Kante mal kurz für 2 Stündchen hinlegen. Ja, machen wir. Damit wir wieder ein bisschen fitter werden und vor allen Dingen klappt bis Stalker. Er richtet sich auf, bevor er zum Angriff losrennt. Das macht er nicht immer. So habe ich das zumindest in Erinnerung. Ich meine, das macht er nicht immer. Berichtigt mich, wenn ich falsch liege. Aber ich meine, das ist nicht jedes Mal so. Schwimmer fragt, wo bist du denn gerade? Ich bin in der Schlucht, in der Zwischenmap zwischen Küstenstraße und Rätselsee. Und dort gibt es, wenn man über den umgestürzten Baum läuft und sich dann hinter dem Baum nach links richtet, also wenn man aus Richtung Küstenstraße kommt, gibt es da einen Kletterpunkt, wo man ein Seil für braucht. Und da kann man runterklettern und ich bin jetzt quasi unten, im unteren Teil der Schlucht. Das ist, lass mich nicht lügen, seit dem vorletzten Patch oder seit dem vorvorletzten Patch so. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Also seitdem kann man auf jeden Fall hier unten rein. In die Schlucht. Ja, und das Buch hier macht natürlich leider auch keinen Sinn hier auf Interloper, weil man halt einfach kein Gewehr finden kann. Ne? So, und was noch keinen Sinn macht, ist, dass wir jetzt hier sinnlos rumsitzen und warten, dass der Sturm vorbeigeht. Ich werde jetzt hier einfach nochmal, warte mal, wie lange geht das Feuer noch? 2 Stunden 44 Minuten. Hehe. Also 3 Stunden nochmal schlafen. So, zumindest der Sturm ist vorbei. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. 26 Minuten Restfeuer, 32 Grad. Das heißt, wir haben hier in der Höhle zumindest Plusgrade. Aber wenn wir rausgehen, minus 7 Grad. So, und das Ding ist, wir können... Letztendlich können wir hier nicht bleiben, nur weil wir kein Werkzeug haben, um Holz zu sammeln. Von daher wäre es relativ ungünstig, hier weiter in der Schlucht zu bleiben. Hier gibt es halt auch nichts. Ne? Also, nee, nichts gibt es hier nicht, aber man kann hier halt so ein paar Pilze und Rohrkolben gibt es hier natürlich schon. Und theoretisch, das Experiment habe ich ja mal gemacht. Man kann hier theoretisch auch durchaus ein paar Tage überleben, ne, wenn man Hasenfallen hat und so. Aber es ist jetzt nicht unbedingt eine überlebensfreundliche Umgebung hier. Vor allen Dingen nicht, wenn man keinen Beil und keine Säge hat, um Holz zu ernten. Das macht es halt hier in der Schlucht echt ein bisschen sehr kompliziert. So, und ich werde mich jetzt hier nochmal ein Stündchen schlafen legen. Einfach, um uns nochmal ein bisschen zu erholen. So. Und jetzt sagt man nicht, es kommt schon wieder der nächste Sturm. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Minus 1 Grad. So, pass auf, und wir werden jetzt noch bis zum Staudamm gehen und dann machen wir heute an dieser Stelle mal Schluss. Haben heute ganz viel Bonusmaterial gestreamt. So, und mal gucken, wir müssten eigentlich mit dem Ausdauerbalken das Seil auch wieder hochkommen. Gucken wir mal. Wir können noch ein bisschen Gewicht sparen, ne, indem wir hier noch mal kurz was trinken. So. Und dann schlagen wir uns noch bis zum Staudamm durch. Ah, scheiß Gegenwind, ne? Ich hasse Wind. Wind ist
mein erklärter Nummer 1 Feind hier bei The Long Dark. Möchte ich hier mal betonen. Das Dingo! Das Dingo! Folgt Pausenkurs überall hin. Vielen Dank und einen schönen guten Abend. So. Wir werden auf jeden Fall zwischendrin Pause machen müssen. Dieses Seil kommt man in voll ausgeruhtem Zustand mit Kaffee nicht komplett in einem Rutsch hoch. Zumindest habe ich es bisher noch nicht geschafft. Selbst wenn man vollständig ausgeruht ist, kommt man nicht bis ganz oben. Einzige Ausnahme, und das ist ein Last-Minute-Survival-Tipp, einzige Ausnahme ist die Notfallspritze. Damit kommt man auch durchaus am Wolfsberg irgendwie drei Seile hintereinander hoch, wenn die kurz hintereinander gelegen sind. Also ohne Probleme, die Adrenalinspritze ist total super. Hey Klaus, einer der besten deutschen The Long Dark Player. Nach ein paar YouTube-Folgen gleich wieder das Spiel geholt und bin nun auch am Suchten. Abo hast du, mach weiter so. Schreibt das Dingo. Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. Das Dingo? Wenn ich das so komisch betone, erinnert mich irgendwie an World of Warcraft. Und zwar ist das doch ein Emoti von den Trollen. Millie! Einen wunderschönen guten Abend. Hab dich voll übersehen. Das macht nichts. Freut mich dennoch, dass du noch Zeit gefunden hast, einzuschalten. Aber wie das immer so ist, ne, zum einen kommen die Folgen natürlich auf YouTube und man kann ja hier bei Twitch den ganzen Stream auch noch komplett verfolgen. Ne? Inklusive Chat ja sogar mittlerweile. Von daher. Alles gut bei dir. Schönen Gruß. Oh, und selbst das letzte Stück wird jetzt schon für uns ziemlich anstrengend hier. Und das Schlimme ist, man kann sich auf den Balken oben rechts nicht so richtig verlassen, ne? Weil je kleiner der Balken wird, umso langsamer wird man halt auch beim Klettern. Wobei ich an dieser Stelle hier am Seil noch nie wieder abgerutscht bin. Also von daher. Aber ihr seht, wie viel Ausdauer das kostet, ne? Dieses eine verkackte Seil. Und es ist, glaube ich, immer noch das längste Seil in The Long Dark hier, zur Schlucht darunter, ne? Selbst mit den neuen Kletterpunkten, die man jetzt hinzugefügt hat, bleibt es, glaube ich, das längste Seil. Zumindest fällt mir auf Anhieb keins ein, was... Ah doch, es gibt noch eins am Wolfsberg, ne? Runter in die Schlucht. Wo standardmäßig aber kein Seil angebracht ist. Ich glaube, das ist auch noch relativ lang. Und dann kommt, glaube ich, auch als nächstes schon das Seil hoch zum Gipfel. Das ist auch relativ lang. Das schafft man das in einem Zug? Da bin ich mir gar nicht mal mehr sicher. Könnte man... Nee, ich glaube, das schafft man auch nicht in einem Zug. Da hat man aber zwei Stellen, wo man Pause machen kann. Das ist eigentlich ganz praktisch. Oh, ein Hirsch, hallo. Komm mal her, lauf mal in meine Brechstange. Zodiac schreibt, du meinst von den drei deutschen The Long Dark Streamern ist Klaus einer der besten? Ich kann Aufnahmen mittlerweile so gar nicht mehr leiden, bin lieber live mit dabei. Kann ich ein bisschen nachvollziehen? Geht mir bei fast allen Spielen ähnlich. Wobei ich natürlich immer den Vorteil habe, ich spiele es ja halt selber dabei, während ich es aufnehme. Ne? Aber die Interaktion, ne, schreibt Irmina gerade auch halt, ne? Die Interaktion ist halt einfach eine andere. Deswegen ist das Livestream halt auch einfach so cool, ne? Wenn das technisch alles mal ein bisschen besser funktionieren würde und das nicht alles so... Also gerade bei Twitch, das ist wirklich so ein Punkt, der mich an Twitch besonders nervt, ne? Dass ich müsste ja im Prinzip echt so häufig streamen, damit ich irgendwann mal die Gelegenheit habe, Twitch-Partner zu werden, damit meine Zuschauer, also ihr dann quasi die Gelegenheit habt, auch die Qualität wirklich einstellen zu können, damit auch Leute, die halt eine etwas schlechtere Internetverbindung haben, den Stream gucken können. Bis ich da mal hinkomme, da fehlt mir leider echt die Zeit zu, um das so exzessiv zu machen. Was ist mit Fluffy auf Interloper, fragt Mounty. Habe ich bisher noch nicht gesehen.
was seltsam ist, wenn ich das so sagen darf. So, und jetzt ist es so, ich habe eine Katze im Hals, Moment. Ah, so. Also ich habe Fluffy im Staudamm bisher noch nie gesehen auf Interloper. Jetzt überlege ich gerade, wie oft ich schon im Staudamm war. So oft war es noch nicht. Ich glaube, mit dem jetzt hier, wenn wir jetzt in den Staudamm gehen, wäre es das vierte Mal, meine ich. Bisher ist mir Fluffy da noch nicht begegnet. Das muss aber natürlich überhaupt nichts heißen. Ne? Gucken wir mal. So, komm, wir sprinten mal in den Staudamm. Wenn ich Aufnahmen gucke, will ich immer auf Antwort klicke. Dann fällt mir ein, dass das gar nicht geht. Ja, du kannst ja kommentieren, ne? Also es geht schon. Aber natürlich nicht so zeitnah. Also nicht in Echtzeit, ne? Wenn man das so... Die Wasserflasche sieht geil aus im Greenscreen. Oh ja, das stimmt. Ja, das ist das Auskeyen bei OBS. Da ist das Keying bei Adobe Premiere doch schon qualitativ um einiges besser. Aber ich will mich gar nicht beschweren. Für einen Stream ist das durchaus in Ordnung. Bin froh, dass es sowas wie OBS gibt, auch wenn ich in letzter Zeit mit OBS vermehrt ein bisschen Probleme hatte. Einfache Stiefel. Ja, weißt du was? Die sind... Oh. Ich, ja, mach das einfach mal. Ne? Ja, komm, pass auf. Ich werde jetzt hier gar nicht lange plündern. Wir machen hier einen Cut. Denn wir haben hier jetzt auch keine Speichermöglichkeit mehr. Ne? Ich gehe da gerade noch mal kurz raus und rein, um das nochmal gerade zu speichern, die Stiefel, sonst vergesse ich die wieder. So. So, und dann würde ich sagen, machen wir hier wirklich mal einen Cut und ich mache das jetzt relativ rabiat, zumindest schon mal The Long Dark beenden. So, und hier, guck mal, Abzeichen. Das ist da bestimmt hier. Gejagt, Teil 2. Yeah! Habe ich alle. Ja, bei den Leistungen fehlt mir immer noch Schneewanderer. Aber das dauert nicht mehr lange. Ja, und Feuermeister. Pff, das ist einfach 1000 Feuer. Das ist einfach so eine immens hohe Zahl. Das ist echt der Wahnsinn. 1000 Feuer. Oh, das tut mir echt leid, Melli. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber wir haben jetzt auch schon 4,5 Stunden, was ursprünglich gar nicht mein Plan war. Aber es hat heute mal wieder einfach so viel Spaß gemacht. Ich möchte noch mal kurz auf die deutschen The Long Dark Streamer eingehen. Es gibt leider echt nicht mehr so viele Leute. Ne? Ich glaube, der Merp, der streamt das noch relativ regelmäßig, glaube ich. Ne? Und ich bin mir nicht mehr sicher, was mit der Zansi ist, ob die noch mal The Long Dark gestreamt hat. Also von den Deutschen, es gibt halt auch echt relativ wenig regelmäßige The Long Dark Let's Plays in Deutsch. Ne? Also ich weiß, der Merp, der macht das noch. Die Zansi, glaube ich, total unregelmäßig. Wen hatten wir denn da noch? Der Firlefanz, weiß ich nicht, ob der ja noch The Long Dark macht. Ich bin da echt auch nicht mehr up to date. Ich weiß, dass es relativ wenige mittlerweile sind. Wirklich sehr, sehr wenige. Was ein bisschen schade ist, weil das einfach dem Spiel auch nicht, absolut nicht gerecht wird. Ne? Zumindest wenn ich sehe, wie häufig noch Stranded Deep zum Beispiel vertreten ist. Ne? Ich meine, da muss man auch immer ein Typ für sein. Ne? Klaus wird müde. Ja, in der Tat. Shelock, stimmt. Shelock streamt noch. Ja, Shelock kann ich auch echt empfehlen. Finde ich auch sehr, sehr sympathisch. Habe ich auch leider länger nicht mehr geguckt. Da muss man auch immer wieder die Zeit zu haben. Naherholungszentrum. Der macht kaum noch was auf YouTube. Echt, ist das so? Hirnsturz.
Habe ich letztens noch mal auf den Kanal geguckt. Da ist mir The Long Dark aber nicht mehr aufgefallen. Arwen! Habe ich dich verpasst oder bist du gerade eben erst gekommen? Wenn ich dich verpasst habe, sollte, tut mir das leid, dann wünsche ich nachträglich nochmal einen wunderschönen guten Abend. Und ja, an alle, die jetzt schon Feierabend machen, vielen Dank fürs Einschalten und eine gute Nacht und ein schönes Wochenende an euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr mal wieder dabei wart. Ja, ich bin in letzter Zeit total selten dazu gekommen, noch häufig bei irgendwem zu gucken. Das ist leider immer so eine Sache, ne, mit der guten Zeit. Okay, pass auf. Ich mach das mal zu, wo ich das jetzt gerade lese. Ich mach mir mal eben. Wo habe ich denn hier mein Note? Da ist mein OneNote. So. Oh. Okay, das funktioniert gerade offensichtlich nicht. Dann nehme ich halt ein Notepad. Notepad. So, das war nämlich hier Vultures, NetHack und Schiffbruch war das vom Wolf, wenn mich nicht alles täuscht. So, habe ich mir jetzt nochmal notiert, damit ich das nicht vergesse, mir das anzugucken. Ja. Naherholungszentrum hat sein letztes Video vor 5 Monaten online gestellt. Okay. Extreme zockt. Ja, stimmt. Der fällt mir auch noch ein. Also, so ein paar gibt es noch, ne? Aber ohne dass ich mich da jetzt selbst loben möchte, in dem Maß, in dem ich das mache seit 1,5 Jahren, gibt es, glaube ich, keinen einzigen. Hast du gut gemacht, Klaus, hast du gut gemacht. Also, ne, täglich The Long Dark gibt es einfach sonst nirgendwo. Ist aber auch egal. Also, ne, die Leute haben ja auch, so wie ich auch, andere Projekte noch, ne? Von daher ist das alles völlig in Ordnung. Und es gibt einfach total viele, die das relativ häufig unterbrochen haben halt auch, ne? Und das macht es auch gerade echt so cool. Also, ne, wenn man bei mir auf den Kanal guckt, könnte man ja durchaus den Eindruck bekommen, dass ich ein reiner The Long Dark Kanal bin, was ich natürlich nicht bin. Aber The Long Dark ist halt schon, ich muss jetzt hier gerade noch mal kurz, sonst sehe ich nämlich nichts. The Long Dark ist halt schon das, was bei mir am besten läuft und einfach auch so gewachsen ist, ne? Von daher ist das völlig legitim. So, und während ich jetzt hier so ein bisschen quatsche, versuche ich mal, ob ich in der Zwischenzeit schon Folge 3 von Rick online gestellt bekomme. Denn die fehlt ja heute noch. So, so. Also, ne, wer vorm zum Bett gehen noch ein bisschen Nervenkitzel haben will, es folgt in wenigen Minuten noch die dritte Folge von Rick Interloper. Und ich sehe gerade, das ist noch die Version 3.6.4 gewesen, was aber nicht schlimm ist. Passt schon. Okay. Also, werde ich das gleich online stellen. Dauert noch ein paar Minütchen. Ich muss noch ein Thumbnail machen. Und du könntest ja auch nochmal ein bis zwei Folgen Nostalgie-Patch aufnehmen. Ja, das werde ich mir in der Tat überlegen. Ich muss jetzt gleich nochmal gucken. Ich muss jetzt gleich nochmal gucken. Kann mir eventuell nochmal jemand in den Chat posten, wie das Beta-Passwort da hieß? Das wäre total super. Werde ich mir auf jeden Fall runterladen. Habe ich eben auch schon während des Streams drüber nachgedacht. Weil das ist halt auch einfach, das ist cool, ne? Also nochmal so den Vergleich zu sehen und man sieht dann auch, wie The Long Dark einfach vor 2 Jahren angefangen hat, ne? Das war schon auch schon sensationell, ne? Okay. Also nochmal an alle, vielen Dank fürs Einschalten. Es hat mich sehr gefreut, es hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Nächster Stream, nächste Woche Freitag, 18 Uhr. Ich weiß noch nicht, was es da geben wird, ob es dann The Long Dark geben wird. Weiß ich wirklich noch nicht, das müssen wir mal gucken. Ich habe Hinterland 2014, genau, mit einer 1 vorne dran. Ja, vielen Dank, Doofzilla. Es gibt
gibt ja total viele, die von The Long Dark nicht genug kriegen können und ich bin auch einer davon, aber hin und wieder ist ja im Stream auch mal was anderes auch mal ganz nett, ne? Gucken wir einfach mal. Werde ich auf jeden Fall vorher nochmal irgendwie Bescheid sagen. Also der Stream auf jeden Fall nächste Woche wieder 18 Uhr. Nächste Woche Freitag und was wir dann spielen werden, erfahren wir spätestens im Stream. Allerspätestens. Alles klar. Also, schönen Abend und schönes Wochenende, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.